Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Konzept für Impfstoffverteilung. Am Mittag wollen Mitglieder des Deutschen Ethikrates, der Ständigen Impfkommission und der Nationalen Akademie der Wissenschaften ihre Vorschläge erläutern. Bundeskanzlerin Merkel hatte erklärt, dass medizinisches Personal und Menschen aus Risikogruppen zuerst geimpft werden sollten. Seehofer nimmt Leipziger Polizei in Schutz. Die Taktik bei der Demonstration von Corona-Leugnern am Samstag solle nicht per Ferndiagnose hinterfragt werden, so der Bundesinnenminister. Bundesjustizministerin Lambrecht verurteilte die Gewalt gegen die Polizei. Die sächsische Landesregierung kritisierte, dass das Oberverwaltungsgericht Bautzen die Veranstaltung genehmigt hatte. Forderung an Trump. Eine überparteiliche Gruppe von ehemaligen Stabschefs des Weißen Hauses hat an US-Präsident Trump appelliert, seine Niederlage anzuerkennen. Dies sei nötig, um den Übergangsprozess zu starten. Der designierte Präsident Biden hat bereits eine Arbeitsgruppe zur Bewältigung der Corona-Pandemie eingesetzt. Türkischer Finanzminister Albayrak tritt zurück. Der Schwiegersohn von Präsident Erdogan gab seine Entscheidung auf Instagram bekannt. Er nannte gesundheitliche Gründe. Unklar ist, ob Erdogan den Rücktritt akzeptieren wird, weil die Türkei gerade in einer Währungskrise steckt. Auseinandersetzungen bei Protesten in Georgien. Die Polizei ist am Abend gewaltsam gegen tausende Regierungsgegner vorgegangen. Die Beamten setzten Wasserwerfer und Tränengas ein. Die Demonstranten werfen der Regierungspartei die Fälschung der Parlamentswahl Ende Oktober vor. Das Wetter. Heute im Süden, in den Niederungen oft trüb, in höheren Lagen sonnig. Sonst Wolken oder Hochnebel und etwas Sonne. Im Nordwesten örtlich Regen, 3 bis 18 Grad.